Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Heute mal wieder mit Gast, und zwar geht es heute mal um ein Thema, was ich bisher noch gar nie hatte, und zwar um das Thema Operation, sprich Liposuktion. Die liebe Sandra ist heute bei mir zu Gast, und für sie war es definitiv der letzte Ausweg. Sie hat nämlich schon alles hinter sich gebracht, und sie wird uns heute auf jeden Fall mal so ein bisschen mitnehmen auf ihrem Weg zu den Operationen, zu den Liposuktionen, wie der Krankheitsverlauf war, warum es für sie definitiv auch der letzte Ausweg war. Und da würde ich sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor, und dann freue ich mich auf unser Gespräch gleich. Ja, hallo, mein Name ist Sandra Finke-Biek. Ich bin 38 Jahre alt, Mutter einer mittlerweile 15-jährigen Tochter. Meine Tochter ist ebenfalls Lipödem-Patientin. Ja, und heute erzähle ich euch einfach mal so ein bisschen was von unserem Weg. Ja, da freue ich mich drauf. Ja, sag doch einfach, also ich find's mega spannend auch, dass wir jetzt mal eine Mama hier haben, die auch eine betroffene Tochter hat. Ich glaube, das ist für viele auch definitiv was, gerade bei den jungen Müttern, sage ich jetzt mal, wo die Kinder vielleicht noch etwas kleiner sind, wo vielleicht viele Fragezeichen auftauchen, wo vielleicht auch, ja, sag jetzt mal, die Angst da ist, ja, hoffentlich mache ich nichts falsch, kann ich was falsch machen, was ist, wenn meine Tochter das auch hat, wie kann ich reagieren? Ja, erzähl mal, wie hat es denn bei dir angefangen? Ab wann hast du für dich festgestellt, da stimmt jetzt irgendwas nicht mehr? Wie kam es zu der Diagnose bei dir? Also von dem Tag, an dem ich festgestellt habe, irgendwas stimmt nicht, bis zur Diagnose, sind circa 20 Jahre vergangen. Wow. Also es war schon so, dass während der Pubertät, also 12, 13, dass ich schon mit einer massiven Zunahme an Armen und Beinen zu kämpfen hatte und auch mit diesen Dehnungsstreifen, die man kennt. Und das ist einfach in dem Alter ja nicht normal. Damals war es aber so, ich muss ja mein Leben lang schon Cortison nehmen, dass einfach die Ärzte so gesagt haben, ja, das ist halt vom Cortison. Ne? Aber eigentlich hat man diese Stammfettsucht, nennt man das. Also dieses Morbus Cushing ist, dass das Gesicht und der Rumpf quasi dick werden und nicht Arme und Beine. Mhm. Das war schon immer anders. Aber ich hatte dann auch einen netten Arzt, der immer sagte, du bist halt anders als alle anderen. Gut, okay. Ja, und das habe ich einfach gar nicht, ne, das war halt so. Irgendwann bin ich ja dann schwanger geworden. Und dann kam das erste Mal Wasser in den Beinen. Ja, nach der Schwangerschaft hatte ich das aber immer noch. Und dann, Wassertabletten. Wassertabletten genommen, und ja, viel haben die jetzt nicht wirklich gebracht. Mhm. Im Gegenteil, jetzt rückblickend kann ich sagen, die haben mein Gewebe einfach nur noch mehr verhärtet. Ja? Also es war so, dass dann meine Beine nicht nur eindrückbar, also die waren fast gar nicht mehr eindrückbar, sondern die waren wie Betonklötze. Krass. Ja. Und das zog sich, ne? Und es wurde halt nicht weniger. Und dann kamen meine ersten Bandscheibenvorfälle, wo ich dann also auch Sport erstmal eingestellt habe. Also es war so, ich habe immer Sport gemacht. Ich habe auch mal eine Weile geboxt zum Beispiel. Also ich war schon aktiv. Und habe mein Leben lang gekämpft mit dem Gewicht, verursacht angeblich durchs Cortison. Mhm. Daraus haben sich viele Sachen entwickelt, wie eine Essstörung zum Beispiel. Psychische Probleme haben sich entwickelt, bis hin zu Selbstverletzungen, weil man ja einfach seinen Körper so nicht akzeptieren kann, egal ob es jetzt durch Medikamente verursacht ist, ja, ob durch eine Krankheit verursacht ist oder ob es selbstverschuldet ist. Ja? Irgendwann war ich aber an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ja, du bist es selber schuld. Ich habe mich dann auch mit einer Magen-OP auseinandergesetzt.
Ich war in der Klinik, ich bin auf 500 Kalorien gesetzt worden, 10 Tage lang. In 10 Wochen habe ich circa 4,5 Kilo abgenommen. Und dann kamen Unterstellungen von Ärzten, ich würde heimlich essen und sowas. Nein, im Gegenteil. Wenn ich gegessen habe, hatte ich noch ein schlechtes Gewissen. Und heimlich essen kommt für mich nicht in Frage. Überhaupt irgendwas heimlich machen wäre für mich nie in Frage gekommen, weil ich mich ja nicht selber betrügen würde. Ja. Ja? Wie sah das dann bei dir aus, wenn du sagst, du bist so in die Richtung Essstörung? Welche Richtung ging das dann bei dir? Weil dieses Binge-Eating, was ich jetzt zum Beispiel jahrelang hatte und auch immer wieder Phasen habe, wo ich auch darum kämpfen muss, nicht ja. Rutschen, ja, wenn von außen irgendwelche Dinge ja. einfallen, die einen belasten, wie auch ja. immer, dann ist es natürlich immer wieder präsent auch. Und man muss natürlich ja irgendwie lernen, damit umzugehen. Wie hat sich das bei dir geäußert, dass du gesagt hast, das Essverhalten ist auch nicht normal? Also es war eher in die Richtung Magersucht, Bulimie. Ich habe verschiedenste Medikamente ausprobiert. Ich hatte damals einen Hausarzt, der hat mir wirklich alles aufgeschrieben. Es gibt ein Medikament, ich weiß noch, das nennt sich Antiadipositum X irgendwas. Okay. Das sind Ephedrintropfen. Die habe ich bestimmt 2-3 Jahre lang genommen. Die unterdrücken quasi so dieses letzte bisschen Hungergefühl, was du noch hast. Krass. Und gelebt habe ich dann in der Zeit von Red Bull, Zigaretten. Ja. Krass. Und hat sich dann damals auch am Gewicht nichts verändert groß, oder? Die Taille. Die Taille war natürlich dann schlank. Ne? Mhm. Das war aber auch immer nur in den Phasen, wo kein Cortison gegeben wurde. Ja. Die war dann schlank. Das Gesicht sah natürlich nicht so aus wie jetzt. Aber Arme und Beine einfach nicht. Da habe ich aber, wie gesagt, für mich war das einfach so. Ne? Hm. Ja, bis dato, wenn man nicht weiß, ja. dass es eine Krankheit ist oder ja. dass es überhaupt sowas als Krankheit gibt, das ist ja auch das, was ich immer wieder auch sage, dass viele Ärzte gar nicht wissen, dass es sowas gibt und man da gar nicht drauf aufmerksam gemacht wird. Bei mir war es ja nicht anders. Ja, ich gehe, seit ich 11 Jahre alt bin, jede 3-4 Monate zum Arzt wegen dem Diabetes, zum Blutabnehmen, es werden die Spritzstellen angeschaut. Also im Prinzip zieht man sich komplett aus und keiner kam jemals auf die Idee zu sagen, Frau Schwarz, mit Ihren Beinen, da stimmt was nicht. Haben Sie da Schmerzen oder irgendwas? Ne? Also ich wurde einmal sogar von meiner Diabetesärztin damals angesprochen, ob ich geschlagen werde, weil meine Beine, meine Arme voller blauer Flecke waren. Und dann habe ich sie angeschaut. Ich konnte es nicht nachvollziehen, weil ich dachte, wie kommt sie denn auf sowas? Ja, ja. Habe dann echt gedacht, habe ich jetzt ein blaues Auge oder was? Für mich war das halt normal. Ich meine, ab und zu entsteht ja auch so ein blauer Fleck durchs Spritzen. Ich spritze ja. ganz normal noch mit einem Pen. Ja. Da entsteht halt mal ein blauer Fleck. Ja. Aber es war für mich dann echt so ein Schock, als sie mir das dann so vorgeworfen haben. Ich könnte das ruhig zu ihr sagen, aber es hat keiner jemals in Erwägung gezogen, dass es vielleicht was anderes sein könnte. Ja. Und so bleibt man halt irgendwie im Dunkeln, ja, man tappt im Unwissen eigentlich und weiß eigentlich gar nicht, was man hätte anders tun sollen, ja. Also ganz krass. Ich habe ja dann hieß es, meine blauen Flecken quasi, das ist, weil die Haut so dünn ist durchs Cortison. Also es gab immer irgendeine Entschuldigung und meist war es das Cortison. Also es ja, so wie es bei mir der Diabetes ist. Ja, wenn irgendwas ist, genau. Keine Ahnung was, ja, kriege ich irgendwo einen Pickel, dann heißt ja, das liegt am Insulin. Ja, genau. Das ist echt faszinierend, ja. Ja, also es ging bei mir auch so weit, dass ich teilweise auch zum Kokain gegriffen habe. Ne? Also ich habe gekokst, um nicht essen zu müssen. Krass. Ja. Also das war schon, ja, es war nicht einfach. Und dann siehst du aber keinen Erfolg. Und das wird ja dann nicht besser, sondern du nimmst ja dann immer mehr, weil ja, ich kann das gerade schlecht beschreiben. Das ist halt ja, echt schwierig. Das ist auch so ein Thema, was ich so noch gar nicht öffentlich angesprochen habe, aber ich denke,
das hat mir jetzt der Vortrag bei Rahm gezeigt, dass es vielen anderen wohl auch so geht oder ging. Und genau aus dem Grund möchte ich das jetzt eben auch ansprechen, ne? Dass man einfach so verzweifelt ist, an Drogen zu greifen, um nicht zuzunehmen oder um abzunehmen. Ja. Um seinen Körper wieder in den Griff zu kriegen. Nur der war nicht in den Griff zu kriegen. Ja, also das ist mir auch bekannt. Ich habe zwar selber nie Drogen genommen, aber ich war teilweise auch mit Menschen in Kontakt, die das getan haben. Und natürlich ist dann der Gedanke auch mal da. Ich habe es aber Gott sei Dank nie gemacht, aber es ist, wie du sagst, aus Verzweiflung, aus nicht zu wissen, wie geht es jetzt weiter, weil man eigentlich was ändern möchte, aber sich nichts ändert, da würde man, glaube ich, so ziemlich alles tun. Ja. Wann hast du gemerkt, ich meine, wenn du jetzt so lange einfach auch mit dieser Magersucht-Bulimie zu tun hattest, ab wann ging es dann wirklich mit dem Gewicht nur noch bergauf, sodass du für dich gesagt hast, okay, das hat alles keinen Wert mehr, ich muss damit aufhören, ich muss vielleicht versuchen, weiß ich nicht, normales Essverhalten zu entwickeln. Wie hat sich das dann, du hast ja auch gesagt, du hast viel Sport gemacht. Ab wann war es dann wirklich so, dass es dir komplett entglitten ist? Also es war schon, während der Schwangerschaft war ich da völlig frei von. Mhm. Auch von dem Gedanken daran, weil sich einfach alles ganz normal entwickelt hat und der Bauch passte ja zu den Beinen. Da hatte ich auch gar nicht die Gedanken daran. Da ging es mir wirklich von der Psyche her richtig gut. Und auch die Zeit danach, weil ich dann wieder, ich hatte danach wieder 70 Kilo. Krass. Größe von 1,70. Mhm. Also es ist curvy, aber eben nicht adipös. Ne? Und da hatte ich, glaube ich, ein ganz gutes Körpergefühl. Also das ging so mit der Schwangerschaft. Ja, und dann ging das bis, ich würde sagen, 2008 bis zu meinem ersten Bandscheibenvorfall. Weil dann habe ich ja auch mit Sport wieder aufgehört, erstmal. Und dann kamen ja wieder viele, viele, viele Cortison-Einnahmen. Bis 2013 bin ich im Burnout gelandet, weil ich also einfach nur gearbeitet habe, gearbeitet, Familie. Mein damaliger Mann ging nicht arbeiten. Heißt also, ich hatte die komplette Last auf meinen Schultern. Ich war für mein Kind verantwortlich, er war ja nicht der Vater von Lara. Ich war für mein Haus verantwortlich. Ich musste das ganze Leben managen und eben noch arbeiten. Dann kam halt das Burnout. Und dann ging es erst richtig los, wieder mit dem Ganzen. Ich habe dann keine Drogen mehr genommen. Habe aber dann wieder mir diese Tröpfchen verschreiben lassen. Ne? Mhm. Möglichst wieder Medikamente, wo auch Ephedrin drin ist, damit man einfach wieder nichts isst. Ja, das ging. Ich würde sagen, bis ich Marc kennengelernt habe. Das war Dezember 2016. Also ich war zwischen in der Zeit natürlich auch in Kliniken, alles Mögliche. Nee, gar nicht. Nicht, bis ich Marc kennengelernt habe. Ich muss gerade überlegen, 2016 bin ich dann aus der Klinik und dann war es so, dass ich nämlich mit einer Freundin bei der Massage war. Ich weiß noch, da war ich irgendwie das erste Mal nach 15, 20 Jahren wieder in der Sauna. Und die Masseurin, die da war, sprach mich an und sagte, Mensch, du hast aber ein richtig krasses Lipödem. Und ich bin Krankenschwester, ich kannte das aber nicht. Okay. Ich weiß, was ein Lymphödem ist, aber ein Lipödem habe ich noch nie gehört. Ja, und dann spukte dieses Lipödem in meinem Kopf rum. Ich habe dann erstmal ganz lange. Zeitpunkt hast du das noch gar nicht gewusst? Es kam wann erst? Nein, erst 2016. Krass, Wahnsinn. Ja. Und ich habe das aber dann auch erstmal auf Seite gelegt, weil ich mich damit abgefunden hatte. Ich bin es selber schuld, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ich werde es nicht ändern können. Ja, das war zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf.
Ja. Also quasi ich habe mich aufgegeben. Das ist so. Ich bin dann auch nicht mehr zum Sport gegangen. Das war auch alles in der Zeit. Ich bin 2015 aus der Klinik entlassen worden. Hatte da immer so hoch. Und aber durch diese Beziehung, in der ich damals war, mit einem Narzissten, das ist im Moment ja auch ein ganz großes Thema, bin ich wieder in so ein Tief gefallen. Ich habe mich aufgegeben. Es war einfach so. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann doch mal ein bisschen recherchiert über Sleepödem und habe mir die Bilder angeguckt und ja, muss ich nichts sagen, ne? Ja. Ja. Man erkennt sich plötzlich wieder. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann bin ich da rein und dann sagte der, brauchst dich gar nicht ausziehen, ich sehe das schon. Nein. Krass. Ja, was denn? Ja, du hast ein Lipödem. Okay. Gib mir ein Rezept für Rundstrick und schick mich nach Hause. Für Rundstrick? Das stimmt ja schon gleich dreimal wieder nicht, oder? Hä? Ja. Darf ich fragen, was du da zu dem Zeitpunkt, was du da schon an Gewicht hattest? Oder wie kam es dazu, dass... Ja, da hatte ich um die 105 Kilo. Okay, und das, was dazwischen passiert ist, hat dich praktisch dazu getrieben, mehr oder weniger zuzunehmen. Also die ganzen Medikamente, was du alles gesagt hast, das hat einfach gar keinen Wert mehr gehabt irgendwie. Genau, und ich konnte mich auch schlechter bewegen einfach. Ja. Ich hatte in der Zeit mittlerweile 4 Bandscheibenvorfälle. Und die Arme und Beine wurden immer mehr. Also ich konnte immer weniger laufen, mich immer weniger bewegen. Und dementsprechend war mein Kopf einfach so, ja, dann ist es jetzt so. Es interessiert ja eh niemanden. Ja. Ja. Als ich dann das Rezept hatte, bin ich auch erstmal zu einem Sanitätshaus. Das war ganz furchtbar. Aber sie hat gesagt, nein, um Gottes Willen, Sie brauchen keinen Rundstrick, Sie müssen Flachstrick haben. Ja. Bis ich dann meine erste Versorgung hatte, ist ein halbes Jahr vergangen. Oh je. Dann habe ich Marc kennengelernt und hatte mich ja vorher getrennt auch. Ne? Das habe ich, weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe es irgendwie geschafft. Das war aber wahrscheinlich, weil Marc da schon in meinem Leben war. Und der hat einfach gesagt, weißt du, wir schaffen das, egal wie. Und wir kümmern uns jetzt darum, dass es dir besser geht. Ja, und dann bin ich ja plötzlich in die Lipödem-Community reingerutscht. Und da waren dann einfach Mädels, die mich aufgefangen haben und gesagt haben, hier, geh mal zu dem Arzt, mach mal das. Fahr mal zum Dr. Brandenstein zum Beispiel. Und in der Zeit ist aber auch, das war halt so ein Prozess, ist uns dann auch aufgefallen, dass Lara eben auch betroffen ist. Ja. Also ich war noch so in meinem Findungsprozess und gleichzeitig habe ich aber dann gesehen, pass mal auf, bei meinem Kind verändert sich gerade akut was und da müssen wir sofort handeln. Das heißt, also sowohl du als auch deine Tochter Lara, ihr wart eigentlich bis zur Pubertät ganz normal schlank, also nie groß übergewichtig. So war es bei mir im Prinzip auch. Also bei mir ist es auch durch den Diabetes und durch die Pubertät im Prinzip auch ausgeartet. Ja. Ja. Also ich habe ja auch ganz viele Bilder mal gepostet, na, die findet man ja auch auf meinem Insta-Account, wo man das eben auch sieht. Ganz klar, auch nach der Schwangerschaft noch, dass ich einfach eine normale Figur habe. Man schon an den Armen und Beinen einen Unterschied sieht, aber eben nicht so ausgeprägt. Ja, ja. Ja, und dann eben die letzten 2 Jahre bin ich ja regelrecht explodiert. Also von Diagnosestellung bis, also ich habe dann angefangen mit der konservativen Therapie, ganz klar, bis in den Rollstuhl, das hat ein Jahr gedauert. Krass. Und das hat alles gar nichts gebracht. Da hat dich niemand irgendwie an die Hand genommen und gesagt, du, pass auf, so und so, da müssen wir jetzt hin, das müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Sondern Doch, die Lipödem-Community hat mich da aufgefangen, ne? Ja. Gesagt, hier, versuch mal den Arzt und mach das noch, diese Art von Ernährung vielleicht noch, versuch mal das. Ich habe
diese basische Sache von Dr. Olaf Dehling, da mache ich auch heute noch teilweise Sachen. Also ich versuche mir gerade im Moment mein eigenes zu finden. Ja. Ne? So was für mich gut ist. Ich habe auch die Thorsten Prick-Sache. Das war mir aber zu viel Eiweiß. Kann ich nicht. Da reagiere ich anscheinend drauf. Ja. Ne? Gibt's ja. Ja. Und deswegen suche ich da, also was heißt suche? Es gibt immer, jeden Tag kommt irgendwas Neues, wo ich denke, probier das mal. Aber ich habe nicht mehr diesen krankhaften Gedanken. Der ist völlig weg aus dem Kopf. Ja, das ist schön, ja. Ich glaube auch, wenn man diesen Druck, das ist ja ein Druck, oder, den man sich selber macht. Ja, ja. Und wenn der wegfällt, also so ging es mir auch, und eben, was du jetzt gerade eben gesagt hast, auch mit dem, mit den teilweise Abnehmprogrammen, die da so basierend umeinander, ja, es ist nicht immer was für jeden dabei. Deswegen, also ich biete ja auch im Prinzip ein Coaching an, eben zum Abnehmen, aber bei mir ist es wirklich individuell gesehen. Und es geht einfach nicht, dass man immer sagt, hier die Geschichte mit dem Eiweiß. Ich habe ganz viele Klienten, die das nicht vertragen. Und auch ich bin jemand, ich habe jetzt für mich einfach auch rausgefunden, weil ich auch immer wieder experimentiere. Und es ist mega wichtig, dass man für sich selber rausfindet, wie tickt denn mein Körper? Ja. Wie reagiert mein Stoffwechsel? Was mit den Schmerzen bei bestimmten Lebensmitteln? Ja, ganz genau. Also, da helfe ich einfach auch meinen Klienten rauszufinden, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ja, das ist also mein, wie soll ich sagen, mein Lebensziel, meine Herzensaufgabe, da wirklich an die Hand zu nehmen, zu sagen, du pass auf, gemeinsam gucken wir das einfach Stück für Stück an, wir schauen, wie viele Kalorien, wir schauen, was können wir überhaupt abnehmen, wenn wir nicht abnehmen können, wie können wir vielleicht die Schmerzen so weit eindämmen, dass es, sage ich jetzt mal, normaler Alltag möglich ist, dass die Mobilität einfach gegeben ist. Und also ich für meinen Teil kann auch nur sagen, so tierische Produkte und sowas vertrage ich kaum noch. Also ich bin wirklich auch sehr, sehr, sehr anfällig auf Milchprodukte zum Beispiel. Ich kriege sofort Schmerzen. Ich merke das dann noch sofort an den Armen hier an der Unterseite. Ja, das ist ganz krass, was da mit dem Körper passiert. Und das kann man nur rausfinden, indem man dranbleibt. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, ich bin ein absoluter Gegner von irgendwelchen Diäten, vor allem wenn es dann irgendwelche so Hardcore-Geschichten sind, wie jetzt du zum Beispiel in unserem Vorgespräch erwähnt hast, von wegen 500 Kalorien oder so. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Ja, das ist nichts, was du auf lange Sicht durchhalten kannst. Und ich meine, wir Betroffenen sind sowieso geplagt und geprägt, wenn wir uns dann noch die Lebensfreude, die Lebensqualität übers Essen wegnehmen lassen, dann kann es niemals gut ausgehen. Richtig. Da versuche ich eigentlich auch immer, ja, ein bisschen dagegen zu sprechen, wenn mir dann Leute teilweise im Telefonat erzählen, sie würden gern bei 1,60 Meter und 66 Kilo nochmal 20 Kilo abnehmen, dann sage ich, also irgendwann ist dann auch mal gut, ne? Also das hat dann nichts mehr mit Realität zu tun. Und da bin ich auch rigoros, also ich nehme tatsächlich nur die Klienten an, wo ich auch der Meinung bin, da ist Motivation dahinter, die haben Bock darauf, was zu ändern und in einem realistischen Raum. Also wie gesagt, nochmal 20 Kilo abzunehmen bei 1,60 Meter und 66 Kilo ist schon, also ist für einen gesunden Menschen schon krank. Ja. Also das hat für mich nichts mehr mit Gesundheit zu tun in dem Moment. Und da sage ich dann auch, nee, also da möchte ich auch nicht mit reingezogen werden. Also das ist mir dann auch zu heiß. Aber und jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Im Prinzip bei deiner Tochter hat sich das ja auch diagnostizieren lassen. Wie ist da jetzt der Weg? Weil ich meine, du hast es ja relativ spät erst erfahren. Reagiert sie jetzt anders oder kannst du ihr diesbezüglich Tipps geben, was sie vielleicht vermeiden kann, was dir passiert ist, weil du es nicht wusstest, weil du die Erfahrung nicht hattest oder das Wissen nicht hattest? Ja, definitiv. Definitiv wird meine Tochter in keine Essstörung reinrutschen. Definitiv wird meine Tochter nicht aus diesem Grund zu Drogen greifen. Ich kann natürlich nie sagen, was mal ist, aber dann ist es nicht mit diesem Hintergrund. Ja. So? Das ist schon mal das eine. Und das andere ist,
wir wissen ja genau jetzt, was wir tun müssen. Wir haben die Werkzeuge, wir müssen sie nur benutzen. Ja. Ja? Und ich bin jetzt da der Motivator. Ich muss meine Tochter dazu motivieren. Trag deine Flachstrickkompression. Geh zur Lymphdrainage. Im besten Fall, eine OP hatte sie ja schon. Mhm. Das ist bei ihr aber ganz jetzt eine OP und jetzt wird erstmal geschaut. Ja. Ja. Wir gucken, wie es weitergeht. Weil da einfach ganz viel Selbstmanagement dazu gehört. Und das muss sie auch lernen. Ja. Ja, es ist nicht so, wir haben jetzt die Möglichkeit, du bekommst die OPs, wir lassen dich durchoperieren. So war unser Plan. Aber das wäre nicht gut gewesen. Das wäre auch für die Psyche nicht gut gewesen. Ja. Ja. Das ist eine chronische Erkrankung. Und keiner weiß, ob die nach den OPs irgendwann wiederkommt. Und sie soll jetzt definitiv lernen, wie man noch anders damit umgehen kann. Ja. Und das versuchen wir halt zusammen jetzt zu erarbeiten. Ich muss das ja auch lernen. Ja, ja. Und wie kam es dann bei dir dazu? Also ich meine, klar, wenn ich das jetzt so im Zusammenhang sehe, war es ja bei dir schon so, dass es halt mehr oder weniger so dieser Kreislauf war. Ja, du hast immer mehr zugenommen, die Bewegung war immer eingeschränkter. Das Gewicht geht natürlich dann nach oben. Ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Betroffenen der Fall. Ja. Wieso gerade die OP? Wieso nicht nochmal was anderes probieren? Oder was wäre denn sonst noch die Alternative gewesen? Gäbe es da noch was? Es gab für mich keine Alternative mehr. Ich hatte für mich alle Möglichkeiten, die mir aufgezeigt wurden oder die ich mir selber gesucht habe, ausgeschöpft. Ich saß im Rollstuhl. Ich habe hier zu Hause vor mich hin meditiert. Es war schon schwierig, überhaupt Arztbesuche wahrzunehmen. Ich habe Panikattacken, ich habe eine Angststörung entwickelt. Ganz viele Dinge, die da auf mich eingeprasselt sind. Und für mich, wirklich nur für mich, war es der einzige Weg. Man unterzieht sich ja nicht einfach so einer OP, weil man da jetzt irgendwie, also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, wie man sich einfach so Fett absaugen lässt, wenn es gesund ist. Mhm. Weil die OPs sind die Hölle. Ja, also natürlich habe ich danach mich bewegt und angefangen, Sport zu machen, weil du diesen Motivationsschub dann hast, dann kannst du das. Aber diese Schmerzen, die du da hast und diese Schwankungen, die dein Kopf durchmacht, da kommst du nicht hinterher. Und deswegen hab ich ja dann auch für mich entschieden, oder wir für uns, dass es bei Lara erstmal pausiert. Ja. Na, weil ich ja auch gesehen habe, was es mit ihr macht. Ja, jetzt bin ich da auch wieder so ein bisschen vom Thema ab. Also, es war so, ich konnte mir nicht mal, oder ich habe da heute noch Schwierigkeiten mit, mir alleine den Hintern abwischen, weil ich die Arme nicht mehr nach hinten bekam. Mhm. Wie soll ich so Sport machen? Wie soll ich mich so bewegen? Ja, klar. No? Und je mehr Druck auf der Lunge ist, desto mehr Cortison muss ich nehmen. Je mehr Cortison, desto mehr Bauch. Teufelskreis. Ja. Und für mich gab es nur diese Möglichkeit, vielleicht hat es auch was mit der Psyche zu tun, ich weiß es nicht, es mag alles sein, aber es war ja dann so, nach der ersten OP habe ich angefangen, mich wieder zu bewegen. Es fällt mir auch jetzt noch nicht leicht. Ne? Also erstens mal, ich gehe gerne, ja, ins Fitnessstudio, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite liefere ich mich immer noch den Blicken aus. Ja. Es gibt immer noch Konfrontationen zwischen normalgewichtigen Menschen und mir. Mhm. Ja? Die habe ich heute noch. Da hat die OP nichts dran geändert. Mhm. Aber meine Einstellung dazu hat sich geändert. Und ich gehe jetzt auch nicht nach außen und sage, guckt mich an, ich bin dick und krank. Sondern guckt mich an, ich bin dick.
das hat sich in meinem Kopf so ein bisschen, ich bin da fein mit mir. Ja. Also ich werde wahrscheinlich nie wieder 70 Kilo wiegen. Nie wieder. Das gibt's gar nicht her. Ja, die ganze Haut, bis das alles fertig ist. Ich bin jetzt 38. Ich weiß nicht, wann es mit meinen OPs weitergeht und wo mich der Weg hinführt. Ich werde mein Leben lang kommen. Die OPs haben auf jeden Fall meine Einstellung dazu geändert. Und wenn die oder wenn das Rädchen anfängt zu tickern, wieder zu laufen, kommt alles andere hinterher. Ja. Du setzt dich wieder mit Ernährung auseinander. Ja, ja. Ne, wieder bewusst. Natürlich überlege ich heute noch, esse ich das jetzt, esse ich das nicht. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich es dann doch esse. Also es war für dich einfach so ein bisschen der Hoffnungsschimmer wieder, der plötzlich da war, um wirklich wieder an dir oder mit dir zu arbeiten. Ja. Weil ich glaube, das, was dir so davor widerfahren ist, ich meine, da nehme ich mich nicht aus. Ich hatte auch Phasen, wo ich mich tatsächlich aufgegeben habe, wo man einfach keinen Ausweg mehr findet. Ja. Das hat auch teilweise gar nicht unbedingt so viel mit dem Gewicht zu tun. Ich hatte auch schon Phasen, da hatte ich schon abgenommen und da sind mir Dinge passiert, wo ich auch gesagt habe, ich kann und will nicht mehr. Ja, ich habe Angst, dass ich wieder alles zunehme. Ich kriege Panik, weil ich sehr gut nachvollziehen kann, wie es dir ging, wie es dir geht, ja, weil als Übergewichtiger oder als ehemalig stark Übergewichtiger, ich meine, ich hatte auch fast 110 Kilo, klar, ist jetzt kein Vergleich zu dem, was du jetzt hinter dir hast, aber man kann sich definitiv besser reinversetzen, als wenn jemand vor dir steht, der vielleicht maximal mal 5 Kilo mehr gewogen hat, ja, der kann das gar nicht nachvollziehen, wie eingeschränkt man da ist, also auch das mit dem Treppenlaufen und so. Die 35 Kilo, die hast du gemerkt, definitiv. Ja. Ja. Und die sind ja auch ständig an dir dran. Ist ja nicht so, dass du abends ins Bett gehst und den Mantel ausziehst, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, am nächsten Morgen immer noch da. Und was bei mir auch immer ganz stark das Problem war, da habe ich auch einige Parallelen jetzt zu dir rausgehört, dieses Abnehmen und zwar egal für welchen Preis, Hauptsache es passiert irgendwie was und vielleicht auch noch Hauptsache schnell, schnell, ja. War bei mir auch lange Zeit so und ich erwische mich auch ab und zu heute noch, dass ich immer denke, ah, es muss noch besser, es muss noch schneller, es muss noch perfekter sein, weil man sich ganz oft mit dem Außen vergleicht und ich glaube, unser Hauptproblem, weil wir nie so aussehen werden wie jemand, der halt diese Krankheit nicht hat, ja, der vielleicht noch nie Übergewicht hatte, von dem abgesehen gar nicht weiß, was überhaupt das Lipidem ist. Und da, finde ich, muss man definitiv noch einiges an Aufklärung leisten, finde ich. Und ich finde es echt Hammer, wie offen du damit umgehst. Du bist ja auch mit den Operationen übers Fernsehen gegangen. Ja, ist ja nicht so, dass das einfach mal so gemacht wird. Das war ja sicherlich auch eine Überwindung, sage ich jetzt mal. Ja. Ich weiß nicht, wie kam es dazu, dass du sagst, du machst es jetzt richtig öffentlich, du wirst den Leuten zeigen, was damit auf sich hat? Das war einfach der Antrieb, dass ich gesagt habe, ich will nicht, dass nochmal irgendjemand so leiden muss. Hm. Ich will nicht, dass meine Tochter das durchmachen muss, was ich durchmache. Und es ist mir egal, welche Mittel ich dafür einsetze. Ja. Wir hatten eben die Chance, Entschuldigung. Kein Problem. Und die habe ich genutzt. Ja. Also wie gesagt, Hut ab. Ich finde es mega gut, wenn man da wirklich ja, auch in die Öffentlichkeit geht damit, weil viele haben Angst, trauen sich nicht rauszugehen, trauen sich teilweise auch nicht ins Fitnessstudio zu gehen, aus Angst vor diesen Blicken, vor diesen, ich muss mich ständig rechtfertigen. Ja. Es ist so ein schmaler Grat, teilweise, wo die Stimmung dann auch mal kippen kann, wo man es vielleicht, ja, wie soll ich sagen, zu sehr an sich ranlässt. Ich glaube, das ist halt, wir sehen zwar nach außen robust aus, sind aber eigentlich total zerbrechlich und manchmal reicht nur ein dummer Blick oder ein Wort, wo man denkt, oh Gott,
die hat das jetzt total persönlich gemeint, die meint jetzt nicht damit. Ja. Und das sind auch so Dinge, ich glaube, damit hat jeder Betroffene zu kämpfen. Also nehme ich mich definitiv nicht aus. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich denke, boah, heute ist wieder jeder gegen mich, oder? Also das ist, glaube ich, ganz normal, ja. Finde ich die Tage habe ich auch, natürlich, aber ich habe sie wesentlich seltener. Ja. Das ist jetzt der Unterschied einfach, ne? Voll gut, ja. Ja. Wie geht es bei dir weiter? Also was ist noch geplant? Du hast vorher gesagt, noch eine OP steht an. Stehen noch ein paar OPs an. Die nächste wird vielleicht, das ist noch nicht ganz klar, Ende November sein. Mhm. Es war ja so, dass bei meiner letzten OP mein Asthma mal wieder nicht mitgespielt hat. Mhm. Und der Dr. Heck einfach da auf Nummer sicher gehen will, dass das einfach gefestigt ist im Moment. Wie gesagt, ja. Mein Asthma spielt immer dann nicht mit, wenn es gerade sollte. Das ist halt so. Das heißt, also ich habe jetzt gerade wieder 3 Schritte zurück. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich dann nicht wieder dafür 5 neue Schritte machen würde. Ja. Also mir ist das jetzt, das ist halt so. Ich war jetzt 2 Wochen nicht beim Sport. Ich denke, ich werde es diese Woche noch einmal mindestens schaffen. Damit auch meine Lunge wieder merkt, so okay, du musst jetzt wieder von selber arbeiten und Cortison wird halt langsam ausgeschlichen. Aber solange das ja im Körper ist, ist sowieso. Ja, das ist halt nochmal um einiges erschwert, die ganze Geschichte, auch mit dem Abnehmen, denke ich mal. Ja. Und deswegen, also da lege ich dann auch meinen Fokus nicht mehr drauf. Das habe ich früher immer getan, immer in den Cortisonphasen kam dann auch meine Kotzanfälle oder meine gar nichts essen Anfälle. Das ist jetzt nicht mehr. Ich esse ganz normal das, was ich für mich als gut empfinde. Ja. Zum Beispiel heute Morgen hatte ich Lust auf Brot. Also esse ich ein Brot. Oder in dem Fall 2 Scheiben Brot. Ja. Und geißel mich damit aber auch nicht mehr. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn man sich da noch die ganze Zeit zurückhält, also ich weiß es ja von mir durch das Binge-Eating, was ich hatte, und ich denke, bei der Bulimie ist es nichts anderes, außer dass man es vielleicht dann auch wieder rausbricht. Es ist halt immer so dieses, habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen oder nicht? Und wenn ich mir von vornherein nichts Großartiges verbiete, dann ist es tatsächlich so, dass ich es auch ganz anders essen und genießen kann, auch wenn es vielleicht jetzt nicht das Gesündeste ist, aber ganz ehrlich, es bringt auch nichts, wenn man sich nur total gesund ernährt, wenn die Psyche und die Lebensqualität darunter leidet. Also ich habe da auch so mein Mittelchen, dieses 80-20 zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, dass ich sage, okay, ich gucke, dass ich 80% am Tag normal, vernünftig esse und gönne mir dann auch ab und zu mal was Süßes, ob das jetzt Schokolade ist oder ob das ein Eis ist oder Gummibärchen. Ja, und selbst ich als Diabetiker darf das essen. Ja, richtig. Das ist ganz wichtig, dass man sich sowas auch mal erlaubt, also bewusst erlaubt. Und ganz genau, das bewusst erlauben ist es. Ja, definitiv. Ja. Dann kannst du auch wieder ganz normal andere Dinge anfangen. Ja. Wenn du das im Griff hast, dann ist alles andere, wird dann auch wieder zur Normalität. Ja, definitiv. Also ich finde es echt, ich weiß nicht, ich bin echt, glaube ich, ein bisschen geflasht über das Ganze, was du erzählt hast, weil ich einfach wahnsinnig interessant finde und auch, also ich finde es von der Story her richtig, richtig krass, was du mitmachen musstest. Also wirklich Hut ab auch vor deiner Ehrlichkeit und Offenheit hier auch, die du mir und auch den Zuhörern, Zuschauern an den Tag legst. Ich finde das wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich drücke dir da wirklich alle Daumen, dass du dein Ziel, das du dir auch gesetzt hast, erreichen wirst, auch wenn es vielleicht noch eine Weile dauern wird. Aber auch das Thema Geduld ist halt was, wo wir auch in uns üben müssen. Ich mich auch. Geduld ist ja meine absolute Stärke, nicht? Ja, ja.
ganz gut. Und ich finde es echt mega klasse, dass du das mit uns geteilt hast, dass wir dich auch mehr oder weniger übers Fernsehen auch nochmal sehen und begleiten dürfen, auch über deine ganzen Social-Media-Kanäle. Die werde ich natürlich alle noch verlinken, sodass die Leute auch die Interesse haben, dir zu folgen, die sich da angesprochen fühlen mit dem, was du jetzt berichtet hast, dass sie die Möglichkeit haben, dir auch zu folgen, dich vielleicht zu kontaktieren. Ich finde es mega wichtig und ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir hatten ja im Vorgespräch schon ein paar Dinge angesprochen. Es gibt ja noch mehrere Dinge, über die wir reden können, wenn wir da vielleicht nochmal eine Aufnahme machen, weil du bist ja, wie gesagt, zum Thema Aufklärung richtig, richtig aktiv. Und da möchte ich auf jeden Fall mit beitragen, dass da noch mehr in die Welt hinauskommt und dass wir da einfach noch mehr aufklären. Es kommt den Betroffenen allen zugute und da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich weiß nicht, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen, so abschließend ein paar Worte, wo du sagst, das ist dir mega wichtig, das jetzt noch zu erwähnen? Das ist ja das, was ich immer so zum Schluss, wenn ich irgendwas mache, sage ich ja oft, Leute, traut euch, zeigt euch, geht auf die Straße und werdet einfach laut. Sprecht über eure Erkrankung, egal welche es ist, sprecht drüber. Ja. Und Ja, finde ich total schön. Es gibt ja auch Erkrankungen, die man nicht offensichtlich sehen kann. Bei mir mit dem Diabetes zum Beispiel, ja, wenn man nicht drüber spricht, dann weiß es das Gegenüber nicht. Und ganz genau. Ich finde auch gerade diese Geschichte, dass du da auch mit deiner Tochter umgehst, so offen umgehst und auch mit deinem Partner, das muss einfach. Also das ist wichtig, das ist ganz wichtig, dass die Leute, die um einen rum sind, Bescheid wissen und auch vielleicht anders reagieren können, wie sie es vielleicht tun würden, wenn sie es nicht wissen. Richtig. Definitiv. Ja, dann, liebe Sandra, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns heute so tiefe Einblicke gewährleistet hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir auf jeden Fall nochmal gemeinsam ein Video aufnehmen. Falls euch der Inhalt gefallen hat und mein YouTube-Kanal gefällt, beziehungsweise auch der Podcast euch zusagt, dann bitte gerne abonnieren, gerne folgen, gerne liken, kommentieren und natürlich teilen, damit wir einfach diese Erfahrungen an die ganze Welt noch verbreiten können, sage ich jetzt einfach mal. Und dass eben Betroffene oder vielleicht Betroffene rechtzeitig anders reagieren können, damit es gar nicht immer im schlimmsten Fall enden muss. Genau. Man kann so viel tun. Ich glaube, Sandra hätte auch einiges ein bisschen anders gemacht, hätte sie es vorher gewusst. Und diesbezüglich sage ich bis zum nächsten Mal.